Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play My Sims, wo wir zurück sind und Metallessenzen doch eigentlich ganz einfach herausfinden könnten. Nämlich, dazu müsste man... Ich wollte da jetzt nicht rein, aber gut. Vielleicht sind da auch schon Metallbäume, weil das Wichtige ist, wir brauchen Metallbäume. Wer hätte das denn gedacht? Denn die muss man dann am Ende einschmelzen. Also wahrscheinlich erstmal kaputt düngen und dann... Ja, ich weiß nicht, ob das denn so auch funktioniert. Sind wir soweit sind. Ich glaube, auf dem Schrottplatz sollten die ja übrig sein. Hätte ich das gewusst, hätte ich es natürlich früher gemacht. Wie viel brauchen wir denn an Metallessenzen? Ich glaube, sie wird sehr viele grundsätzlich gebrauchen. 4 Stück nur. Was, warum? Hä? Hab doch nichts gemacht, Alter. Warum? Warum wird mir das angezeigt? Hallo? Irgendwie verrückt. So. Wir düngen mal zweimal. Gucken, ob es dann immer noch funzt. Ob das irgendwie faules Hölzchen ist. Ach ja, meine Grafikkarte. Schmelzen. Wird immer noch zu Metall. Okay, gut. Das heißt, hier kann man echt einfach das Maximum rausholen. So, jetzt muss ich noch die Roboter anpflanzen. Und dann ölen. So. Dann machen wir das einfach Stück für Stück und dann sollte das eigentlich ausreichen. Das ist halt so gesehen, dass sogar das Gute, dass man sie bis zum Ende ausdünken lassen kann. Den Sprungfedern sogar. Also da muss man sagen, da kommt man echt schnell durch. So. Auf jeden Fall haben wir dann mehr als genug Metall. So, jetzt brauchen wir dadurch nur noch die Sprungfedern dran machen. Machen wir mal das Newtonsche Gesetz an Bäumen wieder dran. Was heißt Newtonsche Gesetz? Passt auch gar nicht. Tja, dummer Physiker. Was hier? Einmal. Ach, düngen. Also düngen mit irgendwelchen ölischen Materialien. Dann noch zerschmelzen. Ah, und das ist schon anscheinend langsam durch. So. Wenn man auch Metall und in den Boden stampfen kann. Schon heftig. Das müssten die Zahnräder gewesen sein. Wenn ich jetzt aufgepasst habe, hoffentlich. Gut. Das ist auf jeden Fall alles passen. So. Den Rest können wir, wenn wir unbedingt an die anderen Sachen brauchen, können wir sie uns zeitnah holen. Wir wissen ja wenigstens, wo wir die genau herholen können. So, Metall haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Gold haben wir mehr als genug. Das bedeutet, wir können zurück und auf jeden Fall ja, hier langsam alles weghauen. Das ist so bitter, einfach geradeaus zu laufen. Genau hinein. Wieder zurück. Und jetzt drücke ich mal nichts, damit ich weiß, dass ich richtig drücke. Okay, wir müssen in die Richtung drücken. Gut. Da müssen wir wahrscheinlich nur geradeaus laufen, oder? Hier dran vorbei. Warte, wenn das so ist, muss das da entlang gehen, damit man rauskommt. Genau. Schön. Das ist, gibt's doch gar nicht. Was wir hier tun, ist doch gar nicht so cool, ey. Hab ich gehört. Aha. Ah, da bist du. Warte, du bist in der Wüste. Warum bin ich bitte schön. Nein, 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 wir müssen ja zuerst mal bauen. Gut. Hoi, mein Hirn alles durcheinander. Ich frag mich immer noch, warum die Bibliothek direkt neben mir ist. Mag ich mich etwa nicht, oder warum habe ich es mir da angetan? Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Schreibtisch? Ay, caramba. El Macadore. Toro, Toro. Oh, crazy. Hm.
Und dann. Ah, okay. Mal theoretisch durch, aber jetzt noch die Stützen aus solchen Kreisdingern. Das Gute ist, dass sie vorgedingt sind. Das bedeutet, man muss kaum richtig was drücken. Das ging schnell. So, viermal Gold. Na, warte, wir nehmen zuerst mal Metall. Hier. Aber insgesamt nur 4 Stück. Machen wir es einfach so dran. Habe ich jetzt mal 7 Stück dran gemacht. Wartet. Wie viel habe ich denn zu viel? Wie viel Gold brauche ich denn insgesamt hier verwenden? Na gut, 8 Stück, dann kann ich es auch lassen. Der Rest darf aus anderen Materialien herkommen. Aus den Glücklichkeitsessenzen oder so. Wie soll ich denn die da anmalen? Gut, dann bleiben halt ein paar ausgedings. Oder wir nehmen noch die paar. Nein, geht nicht so einfach. Gut, lassen wir es. Ist eigentlich gut genug. Zumindest sollte es ausreichen für die Zwecke, die wir vorhaben. So, Alexa. 4 Goldessenzen. Und ein Stuhl, Werkbankstuhl. Muss natürlich immer so aussehen. So. Muss sicher sehr gemütlich sein. Naja. Solange wir nicht drauf sitzen müssen. Solange ich uns keinen Stuhl anbiete, passt alles. So, Goldessenzen, Mann, ey. Drei, vier. Der Rest, alles Süße rausgeholt. Also mir fällt auf, dass vor allen Dingen jetzt irgendwie letztens nehme ich nur süße Sims rein. Also süß im Sinne von halt niedlich, genau. Weil die niedlichen Essenzen langsam echt mehr als nur extrem ausgehen. Und ich sammle letztens fast nur niedliche Essenzen. Ist mir aufgefallen. Miro, was ist mit dir los als Mann? Hast du vielleicht dein Geschlecht verfehlt? Oder liebst du einfach nur niedliches Zeug? Ich weiß es nicht. So. Ah, Hallöchen. Dann können wir die Sachen dir direkt zurückgeben, Mann, Mann. Ist gar nicht mal unpassend, hier das dran zu machen. Da ist sie direkt so gesehen am Dingens. Schreibtisch, okay. Stuhl, okay. Du hast gute Arbeit geleistet. Ich werde mich jetzt diesen Entwürfen widmen. Das erfordert höchste Konzentration. Alexa hat dir die Roboter-Schaltplan-Deko für dein Zuhause gegeben. Aber wie es aussieht, hat sie alle Berechnungen ausradiert. Auf der anderen Seite ist ein Entwurf für Alexas Arcade-Spiel. Ah. Interessant. Oh, lädt's doppelt. Sind wir durch? Ja! Party! Oshis hat Stern Level 5 erreicht. Die Bewohner schmeißen dir zu Ehren eine Party. Wir ziehen sicher noch mehr Sims her. Ja! Yes!
Bullshit. Was gibt es nichts Passenderes, als einfach damit auch aufzuhören? Oh, bis in die Nacht hinein, Alter. Ja, ja. Da haben wir das Game durch. Endlich mal wieder 5 Sterne erreicht. Wir haben eine Mega-Stadt hinbekommen. Es ist schade, sie zurückzulassen. Aber ich glaube, wir werden das so tun. Wie schon gesagt, wenn noch ein paar Sachen nachgeholt werden sollten, dann Bescheid geben. Dann wird das in einem Stream ja irgendwie nochmal gemacht. Wenn ihr Bock dazu habt. Krass. Einfach jetzt das hier so durchzuhaben, ist jetzt doch ein bisschen crazy. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so schnell ging. Lassen wir es einfach durchlaufen, die Credits. Das haben sich die Entwickler auf jeden Fall verdient. Ein schönes Spiel, welches sehr stilistisch ist. Und mega cool. Muss man mal so sagen. Vor allen Dingen noch niedlich, vor allen Dingen für mich. Vor allem mit so viel niedlich Personen. Das war schon schade, um die hier alle zurückzulassen, aber... irgendwann muss jedes LP mal enden. Man muss weichen für ein neues LP. Und ich weiß, dass man immer wieder was Neues bringen muss. Na gut. Da kommen wahrscheinlich die letzten... ja. Credits. My Sims. Okay, da geht's doch noch ein bisschen. Warte, nee, das geht ja neu. Glückwunsch, deine Stadt hat Sternlevel 5 erreicht. Bürgermeister Husi hat dir Nutzungserlaubnis für Folgendes erteilt. Das Oshis Stadtdenkmal. In Anerkennung deiner Leistungen für diese Stadt haben die Bewohner alle zusammen einen tollen Wurf kreiert. Wow, jetzt hast du es wirklich geschafft. Jo, tolle Party, tschüss. Ich bin allein. Und schnauben sie einfach an der Art. Was soll das? Die Stadtdenkmal. Oh. Ich will kein Denkmal. Na gut. Guckt euch das an. Wir können jetzt nochmal weitermachen. Aber ich glaube, dass es uns gönnen ist. Wir gehen einmal nach Hause. Das erste Mal so richtig nach Hause. Wir sehen, dass wir nichts haben. Aber egal. Vielleicht haben wir haben wenigstens ein Bett. Guckt euch das an. Oh. Jetzt bin ich in meiner Traumwelt und sage euch, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei dem Projekt. Wenn ihr unbedingt einen Stream wollt, dann weckt mich auf! Und man sieht sich dann bis zum nächsten Part. Oder vielleicht auch nicht. Das hier ist so gesehen der letzte öffentliche YouTube-Part. Oh, es ist so schön hier. Oh, ein Kuschel. Und bis zum nächsten Part. Oder auch nicht. Ciao.